Quicksilver, Schlauchboot, Mercury, Motor, 15 PS, Führerschein frei sind wir heute unterwegs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boot Life. Der Wind heute ist echt übel und ich bin das erste Mal mit Pinne gefahren. Ich will euch gleich nach dem Intro mal das Schlauchboot zeigen, das Wassersport Drosten mir zur Verfügung gestellt hat. Also herzlich willkommen bei Boot Life. Ab geht's. Ein Schlauchboot ist ja eigentlich der Hammer. Erstmal, pass mal auf, ich gehe jetzt hier mal rein. Und man kann hier stehen, hier kippelt nichts. Also normalerweise hat ein Boot ja einen Kiel. Hier ist das Ganze flach und das heißt, hier kippeln wir nicht. Wir können hier stehen, ohne dass wir rausfallen. Wir können links sitzen, rechts sitzen, ohne dass das Boot irgendwie schräg steht. Was ich auch mega cool finde, ist natürlich, dass wir keine Fender brauchen. Das Ding ist ja natürlich hier aus Gummi und vor allen Dingen, man kann das relativ kompakt machen. Ich hoffe, man sieht das. Hier unten haben wir diese Platten, also auf dieser Breite. Und dann ungefähr auf diese Höhe kann man das im Packmaß zusammenpacken und kriegt das in jeden Camper, in jeden Anhänger mit rein. Und den Außenborder, das ist jetzt hier ein Mercury 15 PS Außenborder, den kann man auf dem Gestell setzen und auch so reinsetzen. Man braucht keinen Trailer, man braucht keine große Lagermöglichkeit. Und das ist in meinen Augen definitiv der Vorteil am Schlauchboot. Was für mich anfangs ein bisschen ungewohnt ist, ist nach Pinne fahren, weil wir steuern ja entgegengesetzt. Das heißt, ich lenke nach da und wir drehen die Linkskurve. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das hat man ganz schnell raus. Da, wo man mit dem Popo sitzt, ist nochmal extra Material drauf, das ein bisschen rutschhemmender ist, sodass man einen guten Sitz hat. Das ist ein Quicksilver-Schlauchboot. Bei dem Schlauchboot ist es so, ich bin kein Schlauchboot-Profi, muss ich ganz klar sagen, das ist höher als andere. Das heißt, wir können auch ein bisschen mehr mit Wellen arbeiten. Wir können damit auch in der Nordsee, in der Ostsee fahren, ohne dass wir da jetzt besonders viel Angst haben müssen. Vor allem das Ding treibt immer auf, das kann nicht untergehen. Selbst wenn wir mal rausfallen, wir haben hier bei dem Mercury 15 PS, haben wir hier den Killswitch, den machen wir uns um den Arm. Und wenn wir doch mal runterfallen sollten, dann geht der Motor aus. Was ich wirklich krank finde, Zuladungsgewicht 1,1 Tonnen steht hier auf dem Typenschild drauf. Mit 8 Personen ist das ganze Gerät hier zugelassen. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf die wasserdichte Kamera. Und dann drehen wir mal eine Runde hier. So, Motor läuft. Es gibt übrigens im Zubehör hier so einen Seifenspender. Dann kann man sich schön die Hände waschen. Hier ist so ein kleiner Wasserstrahl, Wasserspender. Das ist der Kühlstrahl, ganz klar. Muss man mal checken, ob es läuft. Und hier ist, wie gesagt, unsere Pinne. Die kann man noch in der Höhe verstellen. Wir haben hier Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Hier, das machen wir uns ums Handgelenk rum. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und hier können wir das Ganze wieder ausschalten hier vorne. Super Geschichte, 15 PS Motor reicht völlig in meinen Augen für das Boot. Und von Mercury auf jeden Fall sehr zuverlässig. Wiegt der Motor selbst 45 Kilo, also kann man noch handeln. Und ist hier am Boot fixiert, kann man einfach mit zwei Schrauben lösen, mitnehmen, einpacken und in den Urlaub fahren. Wer die ganzen technischen Details sehen möchte oder wissen möchte, der sollte selber bei Droste vorbeigucken. Dafür bin ich hier nicht der Fachmann. Verlinke ich euch unter dem Video in der Infobox, aber ich würde sagen, wir machen eben los und dann düsen wir eine Runde. Man muss hier echt aufpassen, da sitzt echt Power hinter. Also, dass man hier nicht zu viel dreht. Das Ding macht richtig Vorschub. Und für einen ungeübten Pinnenfahrer ist das natürlich eine Herausforderung. Aber man gewöhnt sich da auf jeden Fall dran. Was ich sagen muss, man kann hier wirklich richtig gut mit manövrieren. Im Standgas schiebt er leicht nach vorne, machen wir einen Rückwärtsgang rein, können wir rückwärts ganz leicht nach vorne und das reicht schon völlig aus, um das Boot hier selbst zu rangieren und um Gas zu geben. Das ist ein bisschen ungewohnt als alter Mofa-Fahrer. Ne? Gas zu geben, müssen wir hier nach vorne drehen. Und wenn man hier aufdreht, da kommt richtig was. Man muss sich auch nicht nach vorne lehnen oder so, damit man hier in Gleitfahrt kommt, sondern man gibt einfach Gas. Erst kommt das Boot ein bisschen hoch, gibt man ein bisschen mehr Gas und zack sind wir hier schon in Gleitfahrt. Ich kann das hier nicht austesten, das Boot, hier gibt es eine Geschwindigkeitsbeschränkung, deswegen gehen wir gleich wieder auf die, sagt man das beim Schlauchboot so, Verdrängerfahrt. Tuckern wir erstmal Richtung Hafen. Hier in der Mitte ist der Tank, der ist fest vergurtet, meine Tasche übrigens auch. Man kann hier wackeln und das Boot bewegt sich nicht. Also ich hätte das nicht gedacht vom Schlauchboot, dass das wirklich so gut funktioniert.
wir können die Pinne loslassen, das bleibt alles in Position und auch das Gas bleibt quasi in Position, sodass wir hier nicht permanent so eine verkrampfte Hand bekommen. Also ich bin begeistert und hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Die ersten Minuten war es wirklich sehr ungewohnt. Erstmal geht es entgegengesetzt, vom Kopf her muss man umdenken und dann funktioniert das Ganze auch. Aber wenn man den Bogen erstmal raus hat, Alter, ist das geil! Ja, wir dürfen nicht so schnell. Wir dürfen, Paul, nein, nicht so schnell. Sog und Wellenschlag vermeiden. Geile Geschichte. Der Motor läuft ruhig, ist nicht laut, man kann sich hier wirklich gut unterhalten. Und für ein Schlauchboot ist das wirklich, in meinen Augen, eine Top-Geschichte, die Spaß macht. Man hat auch keine Angst, dass man irgendwie rausfällt oder sonst irgendwas. Also das Ding macht wirklich Laune. Hat wenig Spritverbrauch. Wir haben jetzt hier einen kleinen Tank, der ist dreiviertel voll, da sollen wir noch mit 2 Stunden hinkommen, sagt der Fachmann. Haben wir jetzt Wasser im Boot, dann können wir hier unten die kleine Schnalle ziehen und in der Gleitfahrt läuft das Wasser hinten raus. Das ist draußen, machen wir die Schnalle wieder zu und schon ist das Boot auch wieder trocken. Eine Standgas. Leichtes Sohn wie von so einer Nähmaschine, ne? Ist das cool? Wir treiben leicht nach vorne. Also so im Standgas, der Wahnsinn. Man hört fast gar nichts, ne? Also hier, da kann man sich gut unterhalten. Das ist Zimmerlautstärke. Auch wie schnell das Gas dann, ne? Also die Geschwindigkeit ist sofort da. Ich weiß nicht, ob es mit 8 Personen auch noch so ist, aber... Ich zeig mal kurz auf die Nase, damit ihr seht, wie das beim Gasgeben ist. Also es ist ja erst so, dass das Boot flach auf dem Wasser liegt. Und dann kommt es halt ein bisschen steiler raus, bis es dann in Gleitfahrt kommt und das geht relativ zügig. Dann geht die Nase direkt wieder runter. Also, los geht's. Das sind keine 2 Sekunden und dann liegt er wieder flach wie ein Brett auf dem Wasser. Das Gerät selbst hat einen Langschaft. Das bedeutet, ich glaube, das liegt an der hohen Aufbauhöhe. Ich habe vorhin nicht in die zugehört. Auf jeden Fall. Hier dreht die Schraube auch nicht durch, wenn man den Hebel auf den Tisch legt bzw. am Hahn zieht. Das ist eine richtig, richtig feine Sache. Ich würde sagen, wir fahren in den Hafen zurück und gucken uns dann mal die Details nochmal an, die mir so auffallen. Und dann kommen wir zum Fazit. Schlauchboot, ja oder nein? Hier im Standgas, wie geil sich das manövrieren lässt. Wollen wir mal hier rückwärts anlegen, ne? Ich leg mal kurz die Hammer weg, ich brauche 2 Hände. Ja, Leerlauf rein. Und schon sind wir dran an dem ehemaligen Rettungsboot, der AIDA ist das hier. Wenn wir den Motor ausmachen, 100%ige Geschichte. Ich hoffe, euch hat der kurze Ausflug gefallen. Also mir hat es gefallen. Ich bin mega beeindruckt, bin noch nie so ein Schlauchboot jetzt gefahren. Schlauchboot schon. Wir haben überall Griffe, das wirklich stark verarbeitet. Hier die Seile mit dran, die verstärkte Sitzauffläche nochmal, rutschhemmende Sitzfläche hier. Also das ist eine coole Geschichte. Der Motor wirklich cool, sehr leise und damit macht das schon Spaß zu arbeiten. Technische Details verlinke ich euch den Rüdiger, der ist ja der Fachmann für. Und ihr dürft gerne ein Abo da lassen, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Demnächst geht es auch mit dem großen Außenborderumbau weiter, den der Rüdiger zur Verfügung stellt und dann bleibt sauber, ordentlich und anständig und nicht untergehen. Ne? Nächstes Mal ziehe ich mir auch eine Rettungsweste an, die habe ich diesmal vergessen, weil das finde ich ist schon ganz wichtig. Gerade wenn man so mit sowas unterwegs ist, dann kann man doch mal über Bord gehen. Ne? Also, bleibt gesund und munter.